Aufgabe, euch die Regeln vorzulesen bzw. aufzusagen. Und so schwer mir es fällt, ich versuche es trotzdem. Ich bin nicht so ganz für Regeln oder Systeme oder Konzepte. Naja, ich fange mal so an. Ein sehr guter Freund von mir, von uns allen und ein Friedensaktivist, sein Name ist Rabea, er ist heute leider nicht da. Er hat mal gesagt, ich stehe hier, nicht, weil das Arbeit ist, nicht, weil das meine Freizeit ist, sondern ich stehe hier, weil das meine Pflicht ist. Wir stehen hier auch, weil wir ein nachhaltiges Geldsystem ohne Wachstumszwang haben möchten. Das ist sozusagen die zweite These. Nun, ich muss jetzt doch zu Regeln kommen, damit ihr auch sprechen könnt. Also erstens, wir wollen keine Gewalt, auch nicht mit Worten. Zweitens, ich stelle es schon auf die zweite Stelle. Wir wollen keine alkoholischen Getränke und Konsum von alkoholischen Getränken auf der Mahnwache. Warum? Weil wir wollen, dass unser Kopf arbeitet und dass es wieder heißt, ich denke, also bin ich. Und nicht, ich trinke, also bin ich. Ich wünsche mir eine Welt, in der der Mensch wieder mehr wert ist als Papier. Aus Kuba, aus Guantanamo, ein geborener Hamburger. Und ich wünsche mir, dass das, was wir hier schaffen, wesentlich weitere Ausmaße bekommt, als die, die es jetzt schon hat. Und zwar weltweit. Hallo, ich bin der Stefan. Ich komme aus Österreich. Und ja, ich wünsche mir auch so wie es hier ist, dass die Menschen weltweit zusammenkommen und aufeinander mehr zugehen und ja, fuck the money. Ich hasse Geld, also. Dass alle verstehen, dass wir Menschen sind und Menschen wollen Krieg führen, wollen Geld haben. Frieden ist gegen die menschliche Natur. Es wäre schön, wenn es anders wäre. Hey! Ich wünsche mir, dass es sich ändert. Ja, danke! Dass die Soldaten in ganzer Welt nicht mehr folgen den Befehl tötet, sondern den göttlichen Befehl, du sollst nicht töten. Hi Leute, ich wünsche mir eine Welt, wo wir wieder ehrlicher zueinander werden. Egal wo wir stecken, egal wo, weil nur durch die Ehrlichkeit kann man genau das betrachten, wie es wirklich ist und gute Lösungen finden. Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder sich viel mehr akzeptieren und gegenseitig respektieren. Ich habe ein wunderschönes Zitat gehört von der Mahnwache letzte Woche in Berlin. Liebe deine Feinde an die Wand. Ich wünsche mir eine Welt, in dem das, was wir hier machen, auch wirklich funktioniert. Ich wünsche mir eine Welt, in der wir wieder Sätze beurteilen von einzelnen Menschen und nicht einzelne Menschen für einzelne Sätze verurteilen, sondern dass man das nimmt, was der einzelne Mensch sagt und sagt, da kann ich zu stehen oder nicht, aber den Menschen nicht zu verurteilen und damit wieder auszugrenzen.
Ich wünsche mir, dass wir Menschen viel, viel hilfsbereiter zueinander wären und dass die Menschen, wenn wir uns kennenlernen oder wie auch immer, nicht nur die Augen benutzen, sondern auch mehr auf ihre Gefühle hören. Ja, ich wünsche mir einfach eine seriöse Berichterstattung nach dem, was ich gestern im Spiegel TV gesehen habe, bei uns. Hallo ihr Lieben, ich wünsche mir, dass aus Krieg, aus Hass, aus Intoleranz und all diesen negativen Dingen nur eins wird, und zwar Liebe. Ja, ich wünsche mir auch mal was, und zwar, dass es endlich aufhört, dass wir alle in irgendwelche Schubladen gepackt werden. Nach rechts, nach links, nach weiß, nach schwarz, nach grün, nach gelb. Scheiße, wir sind alles Erdlinge. Ich wünsche mir eine Welt, wo wir uns auch mehr verzeihen, uns gegenseitig verzeihen, unsere Fehler verzeihen. Kein Mensch ist perfekt. Man muss nicht alles tolerieren, aber akzeptiert ein bisschen. Deren Meinung wenigstens. Danke. Ich bin Mensch. Und Frieden fängt im Kleinen an. Bei dir und bei mir. Ich bin Sandra, ich komme aus Flensburg. Und ich wollte sagen, ich finde das total klasse hier. Also, dass ihr das hier macht. Und ich habe total Angst. Und ich stand gerade da hinten. Und mein Herz hat schon vorher so doll geschlagen. Und ich wollte einfach nur sagen, wir müssen alle, die jetzt was sagen wollen und sich nicht trauen, die sollen jetzt hier hinkommen und sagen, irgendwie, was sie denken. Und ich finde, ja. Ja, das ist E-Mail. Hallo, ich bin Benny und ich wünsche mir, dass niemand mehr, weil er seine Meinung sagt, in die Psychiatrie eingewiesen wird, unschuldig. Danke. So, da kamen ja doch noch einige Wünsche. Wir machen jetzt weiter mit ein paar Redebeiträgen. Und der erste Redebeitrag ist von jemandem, der sein Taxi da vorne stehen hat und deswegen gerade vorgezogen wird. Dankeschön. Ich bin Taxifahrer. Ich liebe diesen Montag. Ich mache immer kaum ein bisschen hören. Ich schreibe Märchen für Erwachsene. Das ist ganz kurze Märchen. Das heißt, das Meteorit oder Märchen über das Glück. Ich habe einen Freund, das ist Meteorit. Er ist ein Meteorit. Ich liebe ihn. Er ist auf andere Planeten gekommen. Er wohnt in Alster Park, in Harvestewood Weg. In Nacht, wann alle gehen schlafen, besuche ich ihn. Ich möchte nicht beschreiben, wie sieht er aus. Das ist nicht so wichtig. Am Tag ziehe ich aus wie ganz normale Stein. Jeder kann ihn sehen. In Nacht wacht er auch. Er ist uninteressant, mit ihm zu verkehren. Er hat keine Augen, er sehe alles. Er hat keine Ohren, er hört alles. Er hat kein Herz, er liebe alles. Er hat keinen Kopf, er ist klug. Einmal habe ich gefragt ihn, warum Menschen auf unserer Planete unglücklich sind. Ach, mein Freund, das ist ganz einfach, sagt mein Stein. Sie haben Augen. Aber sie sehen nichts. Sie haben Ohren, sie hören nichts. Wir haben Herz, aber wir lieben zu wenig. Wir haben Kopf, aber wir sind noch nicht genug Glück. Dankeschön. Ich werde dem Leben nicht gerecht, meiner Leber geht es schlecht. Zu viele Wege führen mich weg, weg von dem jenen Zweck, der mir nicht bekannt ist. Egal was ich mache, es langt nicht, längst nicht, zu ängstlich bin ich, dass das Leben doch wohl nur ein Test ist. Und die Note wirkt so sehr bedrohlich, tätowiert mit Rotstift, empfängt dann der Tod mich. Gott oder Teufel, hol mich, wo ist da denn bitte der Sinn? Ich bin verzweifelt und verwirrt, ist es das denn wirklich wert? Ich bin so oft in mich gekehrt, frage mich, bin ich verkehrt in dieser Welt, die nicht mal mehr all ihre Kinder ernährt? Dabei wird der Gewinn immer höher, immer mehr, die Menschen sind entleert und behinderter, als ob hier Winter wäre. Kalt, als ob hier Winter wäre. Winter für immer. Die Wahrheit eingesperrt im hintersten Zimmer, wo unsere Kinder verkümmern. Alkohol, spül es runter. Kiff, sie ist bunter. Kaffee,
Fühl dich munter, Tabletten sind das, was uns gesund macht. Technik ist das geliebte Wunder. Wirtschaft geht hier bergunter, hektisch und viel zu sprunghaft. Ja, all das ist, was uns so stumpf macht. Alkohol, spül es runter, Kiff. Sie ist bunter, Kaffee. Fühl dich munter, Tabletten sind das, was uns gesund macht. Technik ist das geliebte Wunder. Wirtschaft geht hier bergunter, hektisch und viel zu sprunghaft. Ja, all das ist, was uns so dumm macht. Eins und zwei kennen wir. Guck mal, was hinter dem dritten Tor geschieht. Ein Kind, das bei der Geburt schon nach dem Tode schrie. Denn die Natur des Menschen haben wir wohl besiegt. Der nächste große Krieg, der vor uns liegt. Zwischen Gott und Teufel steht's doch so oder so, Remis. Und der Reiche, der hoch wie ein Vogel fliegt, da weiß dem Teufel einen großen Dienst. Und der Arme, der am Boden blieb, betet, während ein Koran oder eine Bibel vor ihm liegt. Und die Menschen dazwischen, die lernen und wissen, sie werden beschissen und fragen sich, wie dieser Haufen wohl ins Klo geriet. Nein, das hier ist kein Lobeslied. Ich sing nicht Do Re Mi, weil die wahre Kindheit mir gestohlen blieb von Alkohol und Weed. Alkohol, spül es runter, Kiff. Sie ist bunter, Kaffee. Fühl dich munter, Tabletten sind das, was uns gesund macht. Technik ist das geliebte Wunder. Wirtschaft geht hier bergunter, hektisch und viel zu sprunghaft. Ja, all das ist, was uns so stumpf macht. Doch wir haben uns für den Frieden und gegen nichts außer Ungerechtigkeit erhoben. Doch seit wir geboren stellen uns Ideologen auf Proben mit Lösungen, die sie boten. Von links, von rechts, von unten und von oben. Doch darum formen wir einen Normenkreis im großen Bogen. Lang genug betrogen, lang genug belogen, lang genug gegen beinahe alles und jeden einen Anti geschoben. Ja, viel, nicht viel scheint manchen geblieben, außer Anti zu schieben. Selbst das Bewusstsein ward gemieden. Doch es hat genug von all den Tritten und Hieben. Mehr und mehr Menschen lassen sich das nicht mehr bieten. Wir haben uns entschieden, den Menschen nicht mehr als etwas Schlechtes zu definieren, sondern bedingungslos zu lieben. Selbst die, die von Kriegen und Krisen profitieren, erlegen ihren Begierden. Denn wir haben uns für etwas entschieden. Und zwar 24/7 für Gerechtigkeit und Frieden. Am liebsten zuerst zwischen Palästinensern und Israeliten. Wasser, spül es runter, Kunst, sie ist bunter, Sport, fühl dich munter, die Natur ist das, was uns gesund macht, Technik. Technik bleibt ein geliebtes Wunder, die Menschheit, die geht nicht unter. Nee, nochmal, Entschuldigung. Wasser, spül es runter, Kunst, sie ist bunter, Sport, fühl dich munter, Natur ist das, was uns gesund macht. Die Technik bleibt ein geliebtes Wunder. Und Nachhaltigkeit ist, was sie gesund macht, gelungen macht. Die Menschheit, die geht nicht unter. Mit Liebe im Umgang kommen wir wieder runter. Wasser, spül es runter. Kunst, sie ist bunter. Sport, fühl dich munter. Natur ist das, was uns gesund macht. Technik bleibt ein geliebtes Wunder. Und Nachhaltigkeit ist, was sie gelungen macht. Die Menschheit, die geht nicht unter. Mit Liebe im Umgang kommen wir wieder runter. Denn wir sind das Wunder. Danke. So, ich freue mich jetzt ganz besonders, jemanden ankündigen zu können. Den haben Robin und ich letztens beim Feiern auf der Reeperbahn kennengelernt. Morgens um 6 vor der Bäckerei lief ein Mensch durch die Straße und hatte ein Keyboard auf dem Arm. Setzte sich auf den Boden und fing an zu spielen. Vom Posse kommt der geile Satz, ich habe ihn gefragt, ich darf ihn zitieren. Ich bin gar nicht obdachlos, ich gehe nur nicht nach Hause. Okay, und hier sind wir. Es gibt ein sehr bezeichnendes Stück, das stammt von Quincy Jones. Quincy Jones ist nicht nur der bedeutendste Producer des letzten Jahrhunderts und auch dieses Jahrhunderts, weil er alle produziert hat, Motown Records, alle wie sie da waren, sondern es war auch gleichzeitig der Ziehvater von Michael Jackson. Der hat ihn mal von der Herdplatte gezogen und hat seinem Vater gesagt,
Alter, das machst du nicht mehr mit Michael Jackson. Ich entziehe dir jetzt das Erziehungsrecht und werde mich um deinen Sohn kümmern, so wie es sich gebührt, wie einen wirklichen Vater. Phase unseres Lebens, und zwar der Entwicklungsphase, werden wir mit Stereotypen bombardiert, die uns unterbewusst vorschreiben, was wir zu essen haben, welche Meinung wir vertreten sollen und wie groß, klein, schlank oder so wie zu sein haben. Und jeder macht den Scheiß mit. Man fühlt sich hin und her gerissen zwischen dem, was das Herz einem sagt und dem, was Trend ist. Zum Beispiel sagt dein Herz dir, dass du Country-Musik magst, aber deine Freunde und die Gesellschaft setzt voraus, dass du Rap hörst. Wir werden instabilisiert, denn so lassen wir uns besser beeinflussen und steuern. Dann geht es in der Schule weiter. Dann geht's in der Schule weiter. Ich weiß immer noch nicht, wie man Steuerabrechnung macht, aber dafür, wie ich die Variable x in einem Strahlensatz berechnen kann. Ich weiß nicht, wie ich mich gesund ernähren soll. Sie glauben ja gar nicht, wie viele Leute ich mit Energy Drinks in der Schule sehe. Aber ungefähr 100 Wege, das Verb schwimmen zu konjugieren. Am schlimmsten ist es, wenn es um Dinge wie Politik geht. Klar, dass für solche komplexe Themen in den Köpfen von Schülern kein Platz mehr ist. Schließlich haben sie sich heute Morgen schon gemerkt, dass Angela Merkel ja jetzt 10 Kilo abgenommen hat, da sie auf ihre Mettbrötchen verzichtet. Lisa, bei Germany's Next Topmodel nun blonde Haare hat, dass ich schwimme in Future 2, ich werde geschwommen sein, heißt. Und dass Justin Bieber zu Selena Gomez sagte, dass sie scheiße ist. Da fragt die mal einer, ob sie glauben, dass Putin die territoriale Integrität verletzt hat. Territorial, hä? Ist das neu als Popsong? Oh, Nikita Pilz ist mein Name. Lass mir fast schon. Ich spreche für mich, aber wenn ich euch in die Gesichter gucke, weiß ich doch genau, dass ich für uns alle spreche. Ich stehe hier als Mensch, ich stehe hier als Wähler, ich stehe hier als Bürger. Okay, ich soll mich kurz fassen. Ne, ich will mich. Samstag war ja Frau Merkel da und sie wurde in Hamburg ja auch gebührend empfangen. Und ich möchte nur schnell auf eins hinweisen, auf was ich gestoßen war. Das war, dass ich in der geilsten Stadt der Welt lebe, weil in Hamburg sich Anwälte zusammengetan haben und gegen die Ausspionierung demonstriert haben. Ne? Also der Flieger da oben, der war echt vernützlich. Ich muss mich entschuldigen, ich hatte Kreislaufprobleme, ich habe es leider verpasst, ich habe es in der Zeitung gelesen. Aber es war eben dann diese Erklärung, nee, der Hamburger Erklärung gegen die Ausspionierung, nein, Hamburger Erklärung gegen Totalüberwachung. Ich bin auch immer wieder am Hadern mit mir, ob ich wählen soll oder nicht. Ich finde, eigentlich grundsätzlich muss das jeder für sich selber wissen, ob er zur Wahl des Europaparlaments geht oder nicht. Aber was ich wichtig finde, ist, wenn man nicht wählen geht, sollte man jedenfalls die Stimme entwerten. Ja, so. Danke. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Ja, Unterbewusstsein, was all unsere Emotionen und Gedanken speichert und die das Weltgeschehen, die sogenannte Matrix, beeinflussen. Also sollten wir positiv sein, uns auf Frieden und Gerechtigkeit konzentrieren, das Gute in unserem Leben schätzen und guter Dinge sein. Denn unsere Absichten sind rein und unser Wille ist stark. Zum Abschluss noch ein Zitat von Gandhi. Auch wenn du die Minderheit von einem bist, die Wahrheit ist immer noch die Wahrheit. Und sie wird nicht zur Unwahrheit, nur weil sich das viele Leute nicht vorstellen können. Danke, Christian.